Willkommen in Thailand. Ich bin auf kulinarischer Mission. Auf der Suche nach den leckersten Gerichten des Landes. Bangkok, das ist Tuk-Tuk fahren, Massage, Einkaufen und natürlich Essen. Das beste Essen gibt es hier an der Straße, in den unzähligen Garküchen. Und wir treffen heute die vielleicht beste Köchin der Stadt, Pu. Okay. Ein Besuch bei Pu beginnt mit einem Spaziergang auf dem Wochenmarkt. Und hier gibt es wirklich alles. Aale, frische, lebendig oder mit abgezogener Haut. Den Touristen bringt sie die Geheimnisse der thailändischen Küche näher und ein Stück ihrer Heimat. Wir sind hier in Klong Toi, eines der größten Armenviertel in Bangkok. Touristen verschlägt es eher selten hierher, aber ist das vielleicht eines der spannendsten Viertel. Denn hierher kommen Menschen aus dem ganzen Land, die alle eins eint, der eiserne Wille, es irgendwie in der Hauptstadt zu schaffen. Und sie hat es geschafft. Pu kommt aus einfachen Verhältnissen. Doch was gutes Essen betrifft, macht ihr so schnell keiner etwas vor. Dieses Viertel ist mein Leben. Hier wurde ich geboren, hier arbeite ich. Es ist zwar anstrengend, aber du lernst deine Lektion. Du lernst zu überleben. Heute bin ich ihr Schüler. Jetzt geht's los. Auf dem Lehrplan thailändische Klassiker. Frische Zutaten, das Wichtigste. Limettenblätter, Thai-Ingwer, Zitronengras und natürlich Chili. Aber für uns etwas weniger. Das erste Gericht. Tom Kha Kai. Frischer Koriander, ein guter Schuss Fischsoße, Limettensaft, Hühnchen und Kokosnussmilch. In ein paar Minuten ist das scharfe Süppchen fertig. Also wenn man das Rezept kennt, eigentlich total einfach. Das Wichtigste in der Thai-Küche ist die Vorbereitung. Das dauert, alle Zutaten müssen frisch sein, geputzt und geschnitten. Das Kochen geht dann ganz schnell. Ein paar Häuser weiter ist Pu aufgewachsen. Im Hauseingang hatte sie 7 Jahre ihre Garküche. Von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends kochen und die Gäste immer direkt vor dem Haus. Es wurde immer schwieriger, die Zutaten immer teurer. Am Ende habe ich nur noch 100 Baht pro Tag verdient, 2,5 Euro. Ich wusste nicht mehr, wie ich meine Familie versorgen soll. Doch Pu hatte eine Idee, sich selbstständig zu machen mit einer Kochschule. Freunde unterstützten sie dabei mit einem Kredit. Die Kochschule ein voller Erfolg und Pu inzwischen eine gefragte Buchautorin. Ich probiere mich derweil an Pad Thai, ein Nudelgericht mit Tofu und Shrimps. Lecker. Am Ende noch ein Ei und fertig. Doch das mit dem Unterrühren klappt nicht ganz so gut. Egal, es schmeckt trotzdem. Ich musste das Kochen von meiner Mutter und meiner Oma lernen. Als Kind habe ich geflucht, aber jetzt bin ich so dankbar dafür. Am Ende serviert Pu ein göttliches Dessert. Süßer Reis mit Mango und Kokosnussmilch. Das ist jetzt das 5. Gericht an diesem Tag. Ich bin super voll, aber es war total lecker.